Herzlich willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty The Dark Side. Wir haben letztes Mal den Keller untersucht von der Burg des Geistes der Dunkelheit, haben unsere allererste Ausrüstung jetzt da ein bisschen erhalten, im Gürtel, Helm, Schild und haben auch Blacky mittlerweile bei uns im Team mit dabei, der was vermutlich für unsere Wutangriffe dann zuständig sein wird. Wir müssen jetzt mit Blacky dann auch trainieren, also wir müssen zu irgendeinem Hügel und dort wieder Wächter des Lichts dann quasi eliminieren, um unserer großen Mission ein Stück näher zu kommen, und zwar die Waffe der Vergeltung zu basteln, um eben die Dunkelheit siegen zu lassen und wieder Frieden in der Welt von Netana. Okay, das sagt jetzt Unterschlupf, aber die Welt im Allgemeinen heißt Netana, um da quasi wieder Frieden zu schaffen. Und ja, bevor wir weitergehen, hätte ich mich gern noch ein bisschen da drin jetzt mit den Leuten unterhalten. Also mit dem Geist der Dunkelheit momentan nicht, weil die Art wie den Lies und ja, wie den Lies ist irgendwie anstrengend für meine Stimme. Seid gegrüßt, Erd. Immer noch mit eurem Heldendasein beschäftigt? Wann werden wir die Zitadelle des Lichts angreifen? Es ist noch der Früh, darüber zu sprechen, Bagir. Bald, Bagir, sehr bald. Seid gegrüßt, erzählt mir von euren Abenteuern. Es ist hier so langweilig. Wie geht es im Kampf gegen die gemeine Kreatur des Lichts voran? Alles läuft reibungslos nach dem Plan des Geistes, liebe Neolin. Okay, also die haben nicht allzu viel Nützliches zu sagen. Wie schaut's mit Blacky aus? Seid gegrüßt, der alte Alias-Flüchtling aus Portland. Was kann ich für euch tun? Ich möchte euch einen neuen Namen geben. Bah, wie hat der Typ geheißen bei Blade? Was Blade? Und wie war der alte Sack? Winsler, Wiesler, Wiesel. Na. Mir fällt da nicht ein. Whistler, Whistler, glaube ich, war sein Name. Genau. Ich möchte einen neuen Namen geben. So, wer nenne ich? Ah, natürlich extrem dämlich geschrieben. Whistler. Ach, das ist Whistler, Whistler. Whistler. So, passt. Whistler, unser Begleiter. So. Zeigt mir, was ihr mit der Wut tun könnt. Whistler verwandelt sich in einen riesigen Ork und wirft eine Waffe auf den Feind. Körperlichen Schaden verursacht. Orkschlag verursacht zusätzlich körperlichen Schaden am Ziel entsprechend der gesamten Gesundheit. Okay. Whistler verwandelt sich in eine Dämonin und verkörpert ihre Anziehungskraft in einer unzerstörbaren Statue. Alle Einheiten der Stufe 1 bis 2, die nicht weiter als ein Feld von der Statue entfernt sind, werden während ihres Zuges in ihre Richtung gezogen. Die erste Einheit, die sie erreicht, wird ihr Beschützer, der alle Einheiten in der Entfernung von 2 von ihr angreift. Ah, da können wir vermutlich so eine Einheit übernehmen. Für uns und die kämpft dann, okay? Totenmeute. Whistler verwandelt sich in einen Vampir und lässt eine Totenmeute frei. Alle Kreaturen, die von der Totenmeute getroffen werden, erleiden Schaden und haben eine Chance, für eine gewisse Anzahl von Runden Moral zu verlieren. Okay, also die drei Fähigkeiten hat er mal am Anfang und kann anscheinend noch 6 weitere erlernen, okay? Lasst uns über die Teleportation sprechen. Ich helfe euch gern, Dad. Ich kann euch nur an Orte bringen, die wir bereits einmal besucht haben. Darüber hinaus benötige ich 1000 Münzen für das Ritual. Kostenlos kann ich euch nur zum Unterschlupf bringen, wo die Geister der Dunkelheit leben, oder zum Weißen Hügel, wo man die Geister des Lichtes findet. Wohin möchtet ihr reisen? Okay, zum Weißen Hügel wollen wir dann hin, weil da sollen wir ihn erproben, aber jetzt schauen wir, was er sonst noch sagt. Ah, das war's. Okay, dann speichern wir kurz ab. Und dann geht's auf zum Weißen Hügel. Teleportieren, Weißer Hügel. Da soll man jetzt ja seine Fähigkeiten erproben. Dann schauen wir uns das mal an. Hier ist eure erste Aufgabe, Dad. Ihr müsst 3 Truppen der Krieger des Lichts angreifen, die hier herumwandern. Vergesst nicht, mich zu beschwören. Ich besitze die Fähigkeit eurer Freunde, die im Unterschlupf sind. Ihr könnt auch herumgehen, um euch zurechtzufinden und sogar mit den unsterblichen Wächtern sprechen. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr durch mich zum Unterschlupf zurückgelangen. Viel Glück, Dad!
Ich verstehe, diese Aufgabe scheint nicht so schwierig zu sein. Irgendwie sagt er das immer, dass alles total einfach ist, aber eigentlich ist nichts einfach. Was ist das Boot? Aha. Ah, so eine große Insel. Da werden wir es, glaube ich, eher machen dann wie in dem vergangenen Part. Also, wir werden gemeinsam da so ein bisschen herumreisen. Boah, dass alle immer stark sein müssen. Wir werden da gemeinsam so ein bisschen herumreisen. So im Spiel ein paar Kämpfe und Dialoge machen. Aber das Säubern dann von Inseln, also die ganze Erfahrung mitnehmen und die ganzen Schätze aufdecken und so weiter. Das werde ich, glaube ich, zwischen den Parts machen, weil es nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch. Und ist, glaube ich, eher teils langweilig. Ich weiß, ein paar von euch haben damals das Feedback gegeben, sie würden gern alle Kämpfe sehen und alles mitkriegen, wie das so macht. Aber ich denke da immer so an mich selber, wenn ich selber so ein Let's Play sehen würde, irgendwann den 20. Kampf zu sehen. Ich habe das zum Beispiel beim Final Fantasy 7 Let's Play, das habe ich irgendwann aufgehört schauen, weil so viele Zufallskämpfe sind und die einfach nicht rausgeschnitten worden sind. Und das mag ich dann nicht. Wenn die Story einfach nicht vorangetrieben wird und man nur die Nebendinge permanent sieht, das ist nicht so meins. Und da ich das selber eben nicht mag, mag ich das auch bei meinen Let's Plays selber nicht haben und schneide das dann raus. So, irgendwie ist da am Rande, ich schaue da ein bisschen so auf den Rand, gar nichts vorhanden. Das heißt, ich glaube, wir müssen zwingend einfach ins Innere der Insel gehen. Jetzt haben wir sie nämlich einmal dann umrundet. Ja, umrunden wir sie nur fertig und dann gehen wir aber da ins Zentrum rein. Auf der Minimap habe ich jetzt keine gelben Sterne oder irgendwas gesehen. Das schaut so aus, das könnte man da vielleicht graben. Ah, da kann ich irgendwie nicht anlegen mit meinem Boot. Legen wir da wieder an und ja, beseitigen wir mal die ersten Truppen und probieren da mal Blackie im Einsatz zu sehen. So, wo ist Blackie? Da ist Blackie. Aber wir haben eben noch keine Wut. Wut baut man, glaube ich, auf, indem man Schaden nimmt, wenn ich mich nur richtig erinnere. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. So, komm schon. 4, 4, 4, 4. 2. Nee. Nee. So, der heilt sich. Das ist ganz gut. Ah, nein, wir bauen Wut auch auf mit Angriffen anscheinend, weil wir haben jetzt schon 7. Wie viel brauchen wir? 4. Ah, das ist 10. Ja, machen wir mal den Orkschlag. Ich glaube, wir wollen eh einfach alles sehen, also probieren wir mal alles. So, die sind am Zug, die würden viel Schaden machen vielleicht. Die vielleicht auch. Aber probieren wir zuerst einmal diese Inquisitoren zu töten. Okay, geile Animation, muss ich sagen. Aber irgendwie hat der Soundeffekt gefehlt. Die Schlange muss ich irgendwann ersetzen, die kann ich schon gar nicht mehr maximal nachfüllen. Dann Blackie! Eifersucht kommt als nächstes, ja. Mach mal einen Giftschädel. Boah, die Musik ist so genial. Lauschen wir mal kurz der Musik. Ich liebe die King's Bounty Musik. Es ist nicht eine geniale Musik. Also ich finde sie wirklich... Boah. Okay, da hat er mich mal wegrasiert. Ich finde die Musik wirklich mega genial. Also vor allem den Track jetzt gerade im Besonderen, der gefällt mir extrem gut. Aber wie viele sind denn das? Irgendwie ist unsere Armee so übertrieben schwach, es ist unglaublich. Jeder Kampf ist eine Herausforderung und ich muss eigentlich quasi schon wieder neue Einheiten immer gleich nachkaufen. So, jetzt die Eifersucht.
Es ist die Eifersucht. Gibt es da nicht ein Lied von Rammstein? Das ist geil animiert irgendwie alles. Gefällt mir. Mein Gott, muss der immer verfehlen? Wie viel der aus... Boah, okay. Wie der reinschlitzeln einfach nur. So, wunderbar. Die Bogenschützen hinten eliminieren sich zumindest ein bisschen selbst. Okidoki. So, Armee schon wieder quasi tot. Müssen wir schon wieder neu auffrischen. Oh, und Level Up aber für Blackie. Der ist jetzt schon Level 3. Oder was heißt das? Stufe 2. Der Held erreicht eine neue Wutfähigkeitenstufe. Wähle einen Spezialangriff zum Verbessern aus. Totenmeute oder Orkschlag. Also Eifersucht. War jetzt irgendwie eh nicht so schlecht. Ich glaube, das müssen wir momentan nicht ausbauen. Vielleicht den Orkschlag. Weil das hat so viel Kosten und macht nicht so viel mehr Schaden. Na, verbessern wir den Orkschlag. Weil da wäre dann Rastungen. Egal, Orkschlag. Oh, fangen wir mal mit dem an. Okay, nächstes Level. Da jetzt die Totenmeute. Ich glaube, ich tue so gleichzeitig Totenmeute und Orkschlag ein bisschen hochleveln. Ja, wunderbar. Haben wir da schon einmal. War das schon einer der Wächter des Lichts? Gehen wir mal da vor zu dieser Insel, weil das schaut für mich so aus, als könnte man da irgendwo nach Schätzen graben. Vielleicht täuscht es mir aber auch. Da, beim Schiff. Nö. Ist einfach nur ein sinnloses Gebiet. So, wo befinden wir uns denn da jetzt eigentlich? Beim weißen Hügel? Da liegt unser Boot und wir gehen jetzt da links. Wie gesagt, wir machen da so die Runde grob und gehen halt langsam dann ins Innere. Das wäre so die Strategie. Aber da ich da jetzt, glaube ich, sehr oft Einheiten nachkaufen muss und da ein bisschen viel Zeit drauf geht, glaube ich, mit diesen Kämpfen, die was ihr schon alle kennt, werde ich das jetzt, glaube ich, zwischen den Teilen machen. Wenn es irgendwas Besonderes gibt, zeige ich es euch natürlich, aber ansonsten werde ich da jetzt einfach mal diese Insel großteils säubern. Wenn es irgendwelche, wie gesagt, besondere Schätze gibt oder natürlich Dialoge und so weiter, die zeige ich mal alle her. So ist meine Art des Let's Plays. Aber den Rest, den mache ich normal gern zwischen den Teilen. Demo-Siki sah genial. Der lauscht mir nur kurz. Während wir diese Insel da fertig umrunden. Wunderbar, hätte ich gesagt. Wunderbar, einfach nur diese Musik. Erkennt man irgendwie auf der Karte auch, ob man graben kann? Ist es auch eingezeichnet worden oder waren das immer geheime Sachen? Wenn man geheim, es ist normal immer irgendwas Spezielles, unbesiegbar, okay, das schaffe ich schon gar nicht mehr. Wächter des Lichts. Ah, da könnte man mit einem vielleicht noch reden. Machen wir das noch zum Abschluss des Parts. War nicht das das Bild bei King's Bounty The Legend von unserem Held? Am weißen Hügel ist die Dunkelheit verboten. Verschwindet von hier und kommt nie wieder zurück. Ich bin Nerd. Ich werde euch von euren Geist vernichten. Ihr könnt mich nicht berühren. Geht! Wer seid ihr? Die Geschichte meines Lebens ist bedeutungslos. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass ich in eurer Welt kein lebendiges Wesen bin, sondern nur eine magische Projektion. Ihr könnt mir nichts anhaben. Freut euch auf den Tod. Ich gehe. Na, wir gehen einmal zuerst, weil wir, glaube ich, noch nicht stark genug sind. Na gut, ihr gesagt, das war's für den Moment. Ich probiere jetzt da den weißen Hügel einmal so weit zu erkunden. Unsere Armee ein bisschen auf Vordermann zu bringen und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir vermutlich gegen einen von diesen Wächtern dann eben mal antreten. Vielen Dank fürs Zusehen und macht es gut. Ciao, ciao.